So, Freunde, die Nacht ist hereingebrochen über dem Kerbal Space Center und ich habe ja gesagt, wir machen auf dem Moon weiter. Und das stimmt auch, denn hier startet jetzt erstmal unser Moon Supporter. An Bord eine kleine Sonde, die den Gravimax Negative Gravioli Detektor mitbringt zum Moon. Denn wir haben natürlich hier noch keine Messungen in den ganzen Biomen vorgenommen. Und die Geschichte auf dem Moon werde ich dann... Alter, wie das leckt. Ich weiß nicht, irgendein Add-on ist, glaube ich, gerade ein bisschen... Kerbal Alarm Clock. Ja. Irgendwie Kerbal Alarm Clock, aber da ist auch schon längere Zeit ein Update verfügbar. Das müsste ich mal installieren. So. Gut, ansonsten, ja, ist es hier nichts Spezielles. Das hier oben ist von Procedural Fairings, das Conix. Normal nehme ich ja immer Egg-Shaped, aber heute habe ich gedacht, komm, zur Feier des Tages machst du mal das Konische. Sieht auch ganz schön aus. Was ich jetzt übrigens mache, ist voll für den Arsch, ne? Sehen wir. Theoretisch müsste ich den Koffer einmal rumdrehen. So, damit die Solid Booster gleiche... Die Solid Booster sind voll beschissen angebracht. Ich will hier hin. So muss er, Alter. Das nächste Mal muss ich drauf achten, wenn ich sowas baue. Na ja, gut, da sind sie ausgebrannt. So, ich habe jetzt natürlich auch noch zusätzlich auf wie auch immer geartete Decoupler in dem unteren Bereich einfach verzichtet. Das hier ist ein wiederverwendbares Teil, sage ich einfach mal. Und das Ganze wird jetzt angetrieben von einer Wildcat und ich glaube, wir hätten es fast nicht gebraucht. Übrigens sind wir jetzt die ganze Zeit noch auf der Omni-Antenne. Jetzt können wir auch gleich mal hier ausprobieren. Normal müsste der KCN3 gleich die Kommunikation übernehmen mit der Omni-Antenne. Ich weiß gar nicht, wen wir noch umgebaut haben. Nur den Comsat und den Dreier, ne? Ja, da müssen wir auch nochmal ein bisschen nachlegen. Gut, ansonsten können wir das Fairing oben mal auseinanderschmeißen. Da knistert es und knackt. Und da sehen wir dann zum Vorschein kommen unsere kleine Farm. Ja, hier ist nichts Spannendes. Hier oben halt ein Container Typ A, in dem zwei Negative Gravioli Detektors drin liegen oder Detektoren. Ja. Und irgendwo ist eine Antenne. So, 65 Kilometer. Ich glaube, die schmeißen wir auch direkt mal an und nehmen mal Kontakt mit dem KCN2 auf. Hauen hier noch die Panels raus. Ja, das Ganze habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie auf irgendwas getrimmt, sondern es sollte einfach nur schnell zum Moon und die Teile anschaffen hier. So, jetzt haben wir noch 3000 Meter pro Sekunde im Tank. Das sollte gerade genügen, um uns auf Orbital Velocity zu drücken. Na, ist ein bisschen oversized hier, aber gut. Gut, bevor ich jetzt hier wieder so einen ewig langen Start, ich möchte auch nicht immer alles rausschneiden. Da hinten ist der Moon. Ja, ich möchte auch nicht immer alles rausschneiden. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann machst du es so. Hat auch mal was. Ja, generell möchte ich, glaube ich, ein bisschen, dass viele diese Jump Cut... Jump Cut Gemetzel oder wie man es auch nennen möchte, wenn man das überhaupt als Jump Cut bezeichnen kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich dieses viele Geschnipsel in den KSP-Folgen eigentlich ein bisschen reduzieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ankommt. Ich habe ja jetzt mal zum Testen mal eine Folge gemacht, auch mit Bauen und Basteln mit drin, weil da gibt es auch viele Kanäle, die quasi mit Bauen und Basteln alles machen. Und ja, das ist jetzt einfach im Endeffekt meine Frage, was halt besser gefällt. Also, ja, was ihr euch halt lieber anschauen mögt. Wenn ich es wieso zusammenschneide, dann werde ich allerdings ein bisschen schöner schneiden, habe ich mir gesagt, in Zukunft. Dann werde ich ein paar Sachen ein bisschen besser machen. So, wir müssen hier mal kurz ein bisschen Richtung Target brennen. Gut, wahrscheinlich können wir die Ersatzteile auf dem Moon abschmeißen irgendwo. Ich hoffe, dass wir überhaupt einen Encounter kriegen. Oh, normalerweise schon. Da kommt er. Wow! Okay.
Wir kommen von da Westen. So sieht's gut aus. Wir kommen dann von rechts. Wir kommen dann von rechts. Aber das ist okay. Da haben wir sogar noch ein bisschen Reservesprit hier. Das passt so. Ja, Moon mache ich nicht mehr hier mit Manövernot und Scheißdreck da. Also mache ich sowieso eigentlich beim Moon sowieso nicht. Moon geht immer nach Gefühl. Wenn der Moon hier auf 2 Uhr steht, irgendwas und dann Mission Control hier unten. Das ist ja der... Wie nennt er sich? Der hat auch hier einen speziellen Namen. Irgendeiner von den Angles ist das. Ei. Warte, Papa guckt, dass wir es mal kurz geklärt haben. Moon. Das müsste die... Orbital Period müsste das... Nee. Orbital Period ist was anderes. Das ist einmal die Zeit, die wir brauchen zum Umkreisen. Der Phase Angle. Genau, der Phasenwinkel sozusagen. Der quasi zwischen unserem ganzen Gedöns ist. Da wollte ich irgendwann mal wieder Tutorials dazu machen. Nur ich bin nach meinem Gefühl in Tutorials einfach auch super schlecht. Weshalb ich die... Achso, wir haben ja hier die Körbel-Alarm-Clock. Die müsste uns ja aus dem Time-Warp rausholen. Ach, schön, wie sich der Körbin da hinten dreht mit diesem schönen Visual Enhancement Mod und ach, wie geil. Ja, ich, also nach meinem Dafürbefinden bin ich in Tutorials saumäßig und wir müssen ein bisschen Retrograde brennen. Aber auch nicht zu krass. Wir müssen so ein bisschen so. So. Genau, und dann können wir hier irgendwo an der Periapsis nochmal ein bisschen... Beziehungsweise wollen wir ja dann an der Periapsis fast schon landen. ...3,7 Kilometer ist unter Umständen ein bisschen... ...bisschen Rack. Ja, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten, aber ich mag halt gerne Tutorials machen, gerade wenn ich von was ein bisschen Ahnung habe, wie von dem Spiel. Dann möchte ich das auch gerne ein bisschen einfach weitergeben. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht im Schatten und unser Strom geht uns aus. Wenn wir wieder online kommen. So. Okay. Das hat auch schon mal geklappt. Jetzt können wir hier Treibstoffvernichtung betreiben. Vor dem Herrn. So, den Ketan Miner haben wir als Tage. Oh, das passt sogar richtig gut. Und wir haben immer noch Sprit. Wir haben... Boah, und ich habe noch 2000 Meter pro Sekunde in dem Reservetank. Und natürlich trifft uns die lunare Nacht. Macht, wollte ich schon sagen. So. Oh, Zeit, dass wir uns von dem Zumpel gleich mal trennen. Das sieht gut aus. Brennen wir noch einmal, um die Batterien zu füllen. Feierabend. Weg damit. Und hier dieses kleine... Diese kleine Antennengeschichte hier. Antenne sage ich hier. Dieses kleine Ameisentriebwerk, ne? Das ist einfach so geil. Es ist ja hier eine Engine for Ants. Gut, was haben wir hier? Ist ach du Scheiße. Und wir haben da hinten eigentlich den Ketan Miner. Müssen wir jetzt nur noch ein bisschen dahin brennen. Und Sprit dürften wir uns keine Gedanken machen. 2000 Meter pro Sekunde waren im Tank und wir haben eine Thrust-to-Weight-Ratio von irgendwas um die 6. Hier auf dem Moon jetzt hier mit dieser Stufe. Sollte also ganz bequem reichen, uns da irgendwo abzuwerfen. Wenn uns der Saft ausgeht, dann landen wir das Ding halt fix. Ist ja auch nicht die Schwierigkeit jetzt. Dann landen wir die Kiste irgendwo, warten, bis wieder der Tag anbricht und alles wird gut. So, vom Längengrad her sieht's gut aus, kommen wir gut auf unser Ziel zu. Ich habe ja auch schon lange keine Landung mehr auf dem Mond gemacht, ne? Wir haben schon lange nichts mehr auf dem Mond gemacht. Deswegen finde ich es gerade schön, wenn wir vielleicht da ein bisschen jetzt die Zeit nutzen, bis hier... es auf Duna weitergeht und dann
Ist jetzt auch wieder das Ding, bin ich am überlegen, ob ich mich von diesem Staffelgedöns einfach löse und einfach die Folgen nochmal komplett von vorne durchnummeriere. Dann heißt das zwar dann in den alten Folgen, ja bla bla bla, Staffel hast du nicht gesehen, aber jo, who cares, ne? Aber dann sind die Folgen einfach von 1 bis X durchnummeriert. Ich fand's halt mit den Staffeln am Anfang eigentlich ganz cool. Aber es hat halt, ja, jetzt gerade jetzt so in Staffel 3, wo sie es einfach ewig zieht. Wo wir einfach ewig in Staffel 3 hängen und ich habe viel zu viel gebremst. Müssen wir wieder ein bisschen hier diese Richtung fliegen. Ah, da kommen die Laderuckler, sehr schön. Das heißt, wir sind, wir sind in der Nähe. Und ja, da möchte ich mich vielleicht von diesem Staffelkonzept auch einfach wieder lösen. Wow, Ruckel, 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 komm. Und ja, dann im Endeffekt einfach die Folgen so durchnummerieren und nenne es dann einfach Kerbal Space Program Interstellar zum Beispiel. Weil wir ja die Interstellar-Mod spielen und die ja mit dem Grundspiel eigentlich nicht viel gemein hat. So, Energieversorgung sieht gut aus. Sinkrate sieht gut aus. Muss man uns im Endeffekt nur noch so ein bisschen hier darüber bewegen. Da hinten geht irgendwann die Sonne hoffentlich wieder auf. So, 400 Meter noch. Wir steigen nochmal kurz. Jetzt müssen wir langsam hier... Ach, guck mal, da unten ist schon der Lichtschein. Sehr gut. Das würde ich halt irgendwann auch mal ganz gerne automatisiert machen, aber da muss ich mich dann auch wirklich essentiell oder effektiv oder massivst hier mit Kerbal OS hier auseinandersetzen. Bisschen wollen wir noch, diese Richtung. So, und jetzt einmal Full Stop. Ja, und den Rest machen wir zu Fuß, ne? Können wir wieder wie so ein Staubsauger über die Erde schlubbern lassen, das Ding. Wunderbar. So, 150 Meter. Perfekt. Sehr schön. 150 Meter hier vom Ziel entfernt. Das ist ganz okay, würde ich sagen. Und wir können direkt hier mal... Ah, da können wir nicht rein switchen, ne? Doch, eben. Gut, holen wir mal Karim Kerman raus. Zeit fürs Faulenzen ist vorbei, mein Freund. Und es geht mal wieder an die Arbeit. Hier das Ding sieht ein bisschen aus hier wie bei... Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Wie bei diesem... Was war das? Red Planet, glaube ich. Ja, mal kurz hier einen EVA-Report. Können wir auch gleich übertragen, glaube ich. Wir müssten hier auch Kommunikation drauf haben, oder? Wenn nicht, sollten wir auf jeden Fall eine Antenne nachrüsten. Ach ja, nicht im... Ach, jetzt fallen sie wieder in Zeitlupe hin. So. Na komm. Okay, wir boarden das Ganze. Nein, der hat keine Kommunikationseinrichtung. Das ist schlecht. Wow, und der fährt sich auch richtig... Wow. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das Rad hier dreht volle Granate durch. Wow. Alter, was ist denn hier mit dem... Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Actinida hat da fast keine. Ansonsten Sprit ist noch fast voll. So, dann werden wir die Sonde ein bisschen auseinanderpflücken gleich. Alter, was fährt sich das denn so scheiße, das Ding? Hier, hör mir auf. Nix wie weg hier. Dann rüsten wir auf jeden Fall jetzt gleich mal eine Antenne nach. So ist eigentlich alles hier lichtmäßig. Ja, mehr gibt's nicht.
So, man, Life Support, Food, Water, Oxygen haben wir noch für 13 Tage an Bord. Das sollte genügen. Zur Not schicken wir was zum Supporten. So, dann würde ich sagen, wir fangen vorsichtig mal an, unsere... Ach, guck mal, da liegen auch schon die anderen Ersatzteile. Ja, was ist denn hier los? Oh, das Solarpanel ist... Oh, 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 nee, passt noch. Komm, steh! Okay, da steht er. Ja, den wollen wir auch irgendwann... Ich hatte auch schon überlegt, komplett einen anderen Rover mitzunehmen. Aber ich werde diesen Rover hier definitiv noch eine Zeit lang missbrauchen, das Mondauto. Können wir jetzt wieder aussteigen? Leaf Seed. Okay. Dann wollen wir hier mal auspacken. Ach, der fällt auch wegen allem hin. Das ist so ein richtiges Mimimi, ne? Okay, zeig mal her. Gib mal einen her von innen. So, und ach, guck mal da, der schöne Gravity Scan. Können wir uns auf jeden Fall direkt erstmal speichern. Und werden diese Daten gleich mal ins Labor einbringen. Attachen wir mal hier. Und dann holen wir uns auch gerade noch hier die wohl Antenne. Wir lassen dem Ding mal seine Antenne. Komm. Und ja, auf dem Mond leckt's. Also auf dem Mond leckt's wirklich derbe. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier gerade mal eine Antenne irgendwo uns ausborgen. Achso, hier das Ding weg und komm, Vollgas. Ja, man sieht, ich weiß nicht, ob man sieht hier hinten die Räder, die drehen Vollgas durch. Habe ich hier... Also der Motor ist aktiv, ne? Und... Ich glaube, ja, ne, die drehen haltlos durch hier, die Räder. So. So, genau, wenn wir bremsen, bleibt da meistens irgendein Rad direkt erstmal stehen. Könnten auch mal überlegen, das Ding auf Hinterachslenkung umzubauen. Ich habe ja ein paar Mal versucht, einen Ausflug zu machen mit dem Teil. Das Ganze dann offscreen, weil mir das Ding jedes Mal hochgegangen ist. Naja. So, hier wollen wir mal gucken. Ich hoffe, dass sich irgendwann mal die Performance wirklich hier bessert. Das ist echt ein Graus. Ich meine, so viel haben wir jetzt hier noch nicht, ne? Und das ist alles irgendwie so ein bisschen miteinander verkettet, aber... Könnten auch ein paar Sachen wirklich... Oh. Mit N... Ah, nein, 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 au. Oh, voll gegens Labor geglitscht. So, Handbremse. Und wir verlassen unseren Sitz. Wollen hier erstmal... Na? Ich kann es nur grabben und attachen. Ich möchte aber eigentlich, möchte ich die Daten davon haben. Take Data müsste nochmal auch kommen. Take Data. Haben wir sie? Ich glaube nicht. Komm, steh auf. Stell dich nicht so an, mein Freund. Nochmal. Jetzt haben wir es. So. Können wir diese ganzen Sachen hier hineinbringen. Store Experiments, sehr schön. So, jetzt mal gerade gucken, ob wir noch irgendwo... Ich meine, hier waren irgendwo Ersatzantennen. Waren die hier drin? Ne, hier waren nur Solar Panels. Hier drüben vielleicht? Ansonsten, naja, irgendwo werden wir eine Antenne herkriegen. Ich weiß, dass wir Antennen zu viel hatten. Ne, hier sind nur noch... Oh, da können wir mal hier mal so einen Illuminator nehmen wir nochmal mit. Und... Oh, was ist denn hier wieder? Ja, gut, das haben wir ja schon recorded. Ach, hier vorne ist noch eine Antenne.
Genau, eine haben wir hier oben, eine ist hier vorne am Kernreaktor. Die werden wir uns jetzt direkt mal ausborgen. Gleichzeitig möchte ich hier den Illuminator irgendwie. Wie können wir das? B und N können wir es rotieren. Und. Na. Ja, das war hier einfach mal so ein bisschen. Alter, das Ding, das hängt ja. Lass mal den. Ich hätte den ganz gerne. Was sagt der da noch? Space Ma. Ach du Scheiße. Ja, super. So, mal gucken. Bei denen nicht irgendwie. Ja, das passiert dann, wenn man die Tasten falsch drückt. So. Nochmal, dass wir den. Ja, gut, zur Not. Ist zwar nicht schön, aber selten. Dann wissen wir zumindest, dass er an ist, ne? Oder wo er hinleuchtet. Mal schauen. Oder wir könnten. Ach, wir setzen ihn mal da oben aufs Dach. Das probieren wir mal. So. Die nehmen wir mit. Alles an dem Ding dran, ne? Nur keine Antenne. Auch geil. Normal war die irgendwo eingeplant, aber. So, ich weiß nicht, was gelb bedeutet, aber grün heißt auf jeden Fall geht. So, jetzt wollen wir hier noch. Ich will auch nicht das EVA-Pack unbedingt. Ja, ich will das EVA-Pack auch nicht unbedingt leer hauen. Ja, komm. Blub, 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 blub. So, den nochmal hier grabben und dann für den hier. Na, da leuchtet er genauso nach oben. Naja, komm. So, da haben wir halt hier so ein bisschen. Da können wir eine Wand angucken oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Möglichkeit, noch hier zu aktivieren. Nochmal den Gravity Scan. Switch ich gerade mal ins. Ich gerade mal hier ins Labor. So, die müssten ja eigentlich processen können. Servo-Control braucht man gerade mal nicht. So, das dauert. Das dauert sehr lange. Und es lässt sich auch nicht von Time Warp beeinflussen. Wie geil ist das denn? So, das können wir auf jeden Fall schon mal wegfunken. Boah. Alter. Naja, gut, sie müssen ja. Es muss schon natürlich genau gemacht werden. Dann würde ich sagen, wir. Nee. Wir fahren dann schon mal los. Ich möchte aus dem Krater raus. Und wir wollen ja hier den Rest vom Moon mal so ein bisschen exploren. Kann man das sagen? Exploren? Ja. Theoretisch könnte man auch diese Sonde, die wir da hinten noch stehen haben, die könnten wir theoretisch auch mit allerlei Forschungsausrüstung belegen. Und dann auch von A nach B fliegen, forschen lassen und wieder zurückfliegen. Ich meine, Sprit genug hat sie. Ist auf jeden Fall eine Option, die wir uns auch noch offenhalten könnten. Da sie ja wirklich sich gut fliegt. Alter. Aber gut, das sind 20% mehr. Das, na gut, das sind auch nur 6,4. So. Transmission Value increased to 60%. Jawohl. Können wir jetzt mal kurz die Daten uns anschauen? Jawohl, jetzt haben wir 48 Science, was wir dafür benutzt, hat sich dann doch rentiert. Die 20% gehen also nicht auf den Wert, auf den Grundwert drauf, den wir haben, sondern also auf den Basiswert. Wenn wir uns das jetzt quasi angucken, können wir jetzt nicht mehr.
So, 48 Science, das ist schon mal schön. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns ja mal mit unserem geilen Rover auf den Weg. Die Kommunikation fahren wir ein. Und das könnte auch am SRS gelegen haben. So, und damit verlassen wir hier den beleuchteten Bereich. Halten uns strikt nach Norden. Und der Science Alert, der meldet sich ja dann im Endeffekt, wenn es was zu berichten gibt. Radiator ein bisschen raus. Wobei der eh egal ist. So, da gab es eben was. Wahrscheinlich schon mal kurz abgehoben. Stand jetzt was von Gravity Scan? Zierbremse anziehen. Na, wird er wohl. Normal müssten wir so ein riesen Laborfahrzeug bauen, wo das Labor mit an Bord ist, das Processing Lab, was dann quasi so über den Moon fährt. Das werden wir uns vielleicht für einen entfernteren Planeten mal. Na? Ja, es hat aber keine Dings mehr hier zum Übertragen. Daten. Alter Schwede. Und ich möchte dann auch die ganzen Sachen ein bisschen kartografieren. Da war es schon wieder. Ich weiß nicht, was es ist. Das Gu ist es nicht. Der Material Bay wird es auch nicht sein. Wir fahren hier hinaus in die Dunkelheit. Mit unserem Rover. Ziemlich unbequem das Ganze. Hier ein ziemlich hohes Gefährt. Jetzt sage mal, Gravity Scan sagt er die ganze Zeit an. Weiß allerdings nicht. Wenn es blub blub macht, drücke ich einfach mal drauf. Tatsächlich. Ach, just above, ja. Von der Gravity. Vom Dingens hier. Vom Crater. Also aus dem Flug. So, wir transmitten das mal, während wir uns hier durch das holprige Gelände einen Weg bahnen. Könnten wir eigentlich mal neue Action Groups hier zuweisen. Na? Kommst DTS, Toggle Antenna. Was hast du doch jetzt? Klappt es? Oh nein! Freunde, wir haben ein Thema. Oh nein! Oh nein! Aber es ist irgendein Impact recorded worden, immerhin. Ach du Scheiße, so viel dann zu unserem Rover.